Europas Sinti und Roma leben außerhalb der normalen Gesellschaft. Von frühester Jugend an müssen sie mit Diskriminierungen leben. Sie haben kaum Schulausbildung, sind verarmt, ausgeschlossen und Rassismus ausgesetzt. Eine nennenswerte Zukunft haben sie nicht. Rund 40% sind in den letzten 5 Jahren Opfer von Diskriminierung geworden. 85% ihrer Kinder leben an der Armutsgrenze, verglichen mit 20% im Rest der Bevölkerung. Und fast 2/3 ihrer Jugendlichen sind weder in Schule, Ausbildung oder Beruf. Die EU hat jetzt einen 10-Jahres-Plan entwickelt, der die 10 Millionen Sinti und Roma besser integrieren und ein Ende der Diskriminierungen bringen soll. Our aim is to bring about equality and obviously you have these communities have to. Ziel sei die Gleichbehandlung, doch dazu müssten Sinti und Roma erst einmal richtiger Teil der Gesellschaft werden, so die zuständige EU-Kommissarin Helena Dalli. Doch gäbe es sehr ernste Probleme, denn nicht einmal jeder zweite Sinti und Roma habe einen Job. Und das trage zu einem Teufelskreis bei, bei dem etwa der Schulbesuch völlig vernachlässigt werde. Of having, you know, problems at school, not sending children to school or the segregation of children in schools. In der Vergangenheit versuchte die EU, die Sinti und Roma mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Doch Stadt- und Gemeindeverwaltungen lehnten dies ab, aus politischen Gründen. The politics of this policy. Diese Politik sei genau das Problem, so dieser Leiter einer Unterstützergruppe. Die Regierungen hätten nicht genug politischen Willen, um schon existierende Änderungen umzusetzen. Dabei sei es nicht so, als wisse man nicht um Lösungen. Diese seien da, aber eben nicht der politische Wille. Denn es gäbe unter Politikern die Befürchtung um ihre Wiederwahl, sollten sie sich für Sinti und Roma einsetzen. Der deutsche EU-Abgeordnete Romeo Franz kommt aus einer Roma-Gemeinde. Er sagt, die Umsetzung des neuen 10-Jahres-Plans müsse sehr genau kontrolliert werden. Eines der größten Probleme sei die Korruption und gegen die könne man nur mit Kontrolle vorgehen. Woher komme das Geld, wohin gehe es, das müsse überwacht werden. In der Vergangenheit sei nur ein kleiner Teil des Geldes angekommen, der Rest sei gestohlen worden. Only a little small part came to the people who needs this money and the other money is. Doch die EU-Kommission verspricht, dass Sorge getragen werde, dass dies nicht vorkomme.